Los geht es mit den verlorenen Inseln. Einer Karte, die rund um ein nahe dem Zentrum der Karte abgestürztes Flugzeug aufgebaut ist. Die Karte besteht aus kleinen Inseln, die um eine Absturzstelle herum platziert sind. Diese kann man nutzen, um mit den Quads die Karte zu umrunden oder mit den Booten den kürzesten Weg zu finden. Der Schlüssel zur Kontrolle über die Karte ist die Absturzstelle des Flugzeugs, welches gesprengt werden kann, um für die nötige Deckung zu sorgen. Ein spezieller Bereich ist eine von einem Wasserfall geschützte Höhle, die Booten und Hubschraubern als Deckung dienen kann. Nansha-Angriff ist eine Karte, bei der es sehr auf die verschiedenen Boote ankommt. Während einige Basen im Meer verteilt sind, ist es gleichzeitig möglich, über das Zentrum der Karte mit Infanterie die Kontrolle zu behalten. Der zentrale Bereich bietet viel Deckung für Soldaten und wird schnell zur Todesfalle für alle Wasserfahrzeuge. Allerdings startet dort auch die stärkeren Fahrzeuge und somit ist die Kontrolle über diesen Bereich entschieden. Wellenbrecher ist eine einzigartige, im Berg versteckte U-Boot-Basis, welche Möglichkeiten für erbitterten Nahkampf bietet. Gleichzeitig gibt es in weiteren Kanälen, die es vor allem den Nahkampfbooten ermöglichen, im Vorbeifahren ihren Teil zum Gefecht beizutragen. Im mittleren Bereich gibt es eine Menge Levolution-Möglichkeiten. So kann man ein U-Boot aus der Halterung stoßen oder die Lichter in den angrenzenden Korridoren ausschalten. Durch das Schließen der Fluttore kann man Booten an der Einfahrt hindern und so den Weg blockieren. Auf der mittleren Insel werden die Spieler auch intensive Gefechte in den verschiedenen Deathmatch-Modien erleben. Wenn sich ein Urlaubsparadies mit hölzernen Hütten sich in ein Kriegsgebiet verwandelt, dann ist man auf Operation Mörser. Auf der Spitze eines Berges befindet sich die Ruine einer alten Festung, die nicht nur einen tollen Ausblick auf die Karte ermöglicht, sondern dem Spieler auch schnell die Einnahme der Basen auf der Insel ermöglicht. Im Rush-Modus startet der Kampf am Strand und bewegt sich bergauf in Richtung Festung. So bietet sich den Angreifern eine große Herausforderung und allen Spielern ein interessantes vertikales Gameplay. Neben dem neuen Kartenmaterial enthält Naval Strike auch 5 zusätzliche Waffen, den Spielmodus Trägerangriff und ein Luftkissenfahrzeug.